Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr solche halben Wassermelonenstückchen ganz einfach selber macht. Ihr könnt die zum Beispiel als Tischdekoration benutzen. Das zeige ich euch auch im nächsten Video, wie meine Tischdeko ausschaut, meine Sommertischdeko. Genau, ihr seht es ja hier hinten, man kann sehr viel daraus machen. Einen Untersetzer habe ich auch schon daraus gemacht. Aber heute geht es um diese halben Stückchen hier. Genau, und zwar im letzten Video habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr hier so ein Wassermelonenstückchen oder eine Scheibe häkelt. Ich kann es euch hier oben in der Infobox natürlich nochmal verlinken. Und zwar, ihr häkelt bis zum Schluss, dann schneidet ihr diesen Faden ab, nehmt ihr euch eine Nadel. Dann geht ihr hier hinten durch, also ihr schließt es einfach ganz so, genau, und den Faden, den lässt ihr dann hängen. Dann nehmt ihr eure Wassermelone. Ganz wichtig ist bei dieser Wassermelone, dass ihr am Anfang diese Kerne reinsteckt, weil wenn ihr dann dieses Dings hier geschlossen habt, dann geht es nicht mehr so einfach. Also lieber am Anfang hier noch eure Kerne reinhäkeln und dann klappt das auch ganz super. Genau, und dann klappt ihr das einfach so um. Schaut, dass es in der richtigen Position ist, dass es nichts schief wird. Und dann stickt ihr einfach hier mit eurer Nadel einfach mal komplett rum. Ihr müsst auch keine Füllwatte mit rein tun, weil das sieht eigentlich so auch ganz toll aus. Ihr könnt da ein bisschen was reinfüllen, dann ist es dann hier ein bisschen dicker. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich finde das so eigentlich auch ganz toll. Und so macht ihr einfach eins nach dem anderen. Seht ihr? Immer ein bisschen ziehen, damit es schön rund ist. So, einfach weitermachen bis zum Schluss. Ist auch ganz einfach. Also da ist, glaube ich, nichts dabei. Und gehäkelt sind die auch schnell. Also ich habe natürlich auch ganz viele gemacht. Hätte noch weitermachen können, aber dafür fehlt halt leider auch öfters mal die Zeit. Genau. Und dann zieht ihr das ein bisschen so nach oben. Und fertig ist euer Wassermelonenstückchen. Genau. Und dann vernäht ihr euren Faden einfach nur noch. Also ich habe jetzt hier nur einen Knoten gemacht. Und dann geht ihr hier irgendwo durch. So mache ich das halt immer. Zieht ihr die Nadel einfach durch. Und schneidet das Ganze einfach ab. So, und fertig ist euer Wassermelonenstückchen. Ich finde es natürlich so toll. Ihr könnt, Ideen zum Beispiel, hätte ich viele. Ihr könnt es auch zum Beispiel für Kaufladen benutzen, wenn ihr Kinder habt. Das finde ich natürlich auch ganz toll. Und ja, können die damit spielen. Oder halt einfach als Tischdekoration, Sommertischdekoration. Genau, die zeige ich euch auf alle Fälle auch in einem Video. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!